Kleiner Baby. Ich brauch's unbedingt. Komm jetzt bitte sofort. Und vielleicht finden wir jemanden, der lustigeres Lachen als The Vive hat. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist ein richtig wunderbares Video, weil heute wieder einer meiner persönlichst liebsten Erzfeinde auf YouTube weggedisst wird. Und zwar Vive HD. Lukas, wie geht's dir heute? Hey, du hast gesagt Revi-Memes, Digga. Ja. Ach so, ja. Revi-Memes heißt aber, das sind Memes, die bei mir im Reddit erstellt worden sind. Also eigentlich Memes, die irgendwie nur dich fronten. Weißt du, was ich meine? Bisschen unangenehm. Leute, falls ihr Bock habt, da mitzumischen und ein bisschen Cybermobbing zu betreiben, saugeil, kommt ins Subreddit und lasst euren Moment, ich bin da nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Community. Da musst du dann Einzelanzeigen an die Leute stellen. Beginnen wir mit dem ersten Bild, Lukas. Wir sehen hier die Angst, dank meiner Autokorrektur etwas Verdautes zu schreiben, wächst von Tag zu Tag. Verstehst du's? Verstehst du's? Ja. Weil nicht wächst, sondern? Sondern... Genau, richtig. Ah ja, hier. Vive Videos, YouTube. Junge, als Maul, Alter. Slash R Anti-Vive Community Reddit. Es gibt ein ganzes Reddit gegen dich. Wie geil. Hey, wie geil. Geht da bitte, eure Augen, Digga. Geht da bitte nicht hin. Geht bitte weiterhin zu mir, Leute. Wir brauchen die Aktivität in meinem Community Reddit. Es ist aber wirklich so, Lukas. Dieser verpestete See ist einfach... Digga, Sinnbild für YouTube Deutschland. Wobei auch andere Leute ihre Scheiße da reinkippen. Tatsächlich unter anderem reden wir nicht drüber. Ja. Und noch ein Meme, welches nur gegen eine Vive geht. Fear not, my lady. I'll save you. Thank you, my hero. You are like my hero, like a Vive HD. Yeah, she was already dead when I found her. Aha, schade. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein relativ unrealistisches Szenario, dass ein Feuerwehrmann eine alte Frau verbrennen lässt. Und auch ein relativ unrealistisches Szenario, dass überhaupt jemand sagt, du bist mein Held, so wie Vive HD, weil... Lukas, ja? Also... Ach, nächste Meme. 14 Uhr, wie abonniere ich hier Vive HD? 14.12 Uhr, wie beleidigt mich Google? Imagine, Alter, du wirst wirklich dafür gefrontet. Ich fände es übrigens so geil, Alter, wenn man eine Custom-Meldung bei YouTube bekäme, wenn man jemanden abonniert. Weißt du, was ich meine? So ein kleines Pop-Up-Window, wo da bei dir einfach stehen würde, du hast absolut gebaut, Bruder. Weißt du, wenn man dich abonniert? Was soll die ab? Jetzt geht's abwärts mit deinem Leben. Irgendwie sowas wäre. Fühle ich auf jeden Fall sehr. I'm sure he broke up with me because I'm ugly. Oh no, don't say that. You're beautiful. He broke up because you like a Vive HD. Stell dir vor, dein Freund... Digga, hab ich jetzt nicht ganz so gefeiert, ne? Stell dir aber mal vor, du bist bitte in einer festen Beziehung, ja? Und deine Freundin sagt, sie mag Vive HD. Und dann ist natürlich deine Pflicht als Freund welche, Lukas? Machen wir weiter, oder? Nee. Ich möchte kurz die Antwort hören. Die Antwort ist nicht, sie ehrenlos weg, sondern... nix? Du machst Schluss, ganz Digga, genau. Ich sag das zu nix. Revi, wenn er einen YouTuber mit einer lustigeren Lache gefunden hat, Revi, I don't want to play with you anymore. Geil. Leute, ich warte immer noch darauf. Können wir jetzt bitte Folgendes machen? Ich möchte jetzt, dass ihr alle ganz kurz YouTube-Videos hochladet mit dem Hashtag lustiger als The Vive, wo ihr einfach nur konstant lacht. Ich ziehe mir das mit Lukas gemeinsam die Tage rein und vielleicht finden wir jemanden, der lustigeres Lachen als The Vive hat. Da bin ich dabei, wenn wir aussuchen, wer mich ersetzt. Ganz genau das, Digga. Also Leute, ballert mal gerne Hashtag lustiger als Survive in euren Videotitel auf YouTube und lacht mal 10 Sekunden lang. Da freuen wir uns drüber. Oh Mann. It's alive. Speak, my child. Ich habe Vive HD abonniert. Oh, I forgot to give you a brain. Schade, Alter. Frankensteins Monster hier. Dumm AF, Alter. Wobei, also man muss ja mal auch hier eine Lanze brechen für Lukas. Nicht im wörtlichen Sinne, meinem Penis geht's gut. Es geht da primär darum, es gibt sicherlich noch Schmutzcharaktere, die... Ach, Digga, wir brauchen jetzt gar nicht diesen Siemens zu erwähnen, oder? Was? Jetzt gibt's wieder ein komplettes dreisteiliges Ansagenvideo gegen mich. Ich freue mich drauf. Neues Video von Gewinnzeit. Juhu, mit der Vive. Nee. Das untere, da freut sich die Katze, Digga. Lukas, ich warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Eine Katze, die sich... Also du hast doch Katzen, oder? Ja, meine freut sich so. Ich weiß gar nicht, was du hast. Digga, bist du dir nicht sicher, dass deine Katze sich einfach jedes Mal vor deinem Face erschrickt? Kann das vielleicht sein? Kann sein, dass du irgendwie mal einen Deutschkurs belegen musst.
Erschreckt. Erschrickt, hast du gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Brauchst hier nicht rausreden. Alter, finde ich, bild ich mal Haus. Where is it? Das ist Real Talk, Digga. Craft Attack einfach. Oh, wieder shit. Ist Patrick dabei. Ja, wieder auf jeden Fall komplett richtig geschrieben. Aber es stimmt tatsächlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr Craft Attack. Ich hoffe, dass alle wieder mit am Start sind und dass ich wieder dann für 3 Monate der größte Streamer Deutschlands bin und danach wieder absolut abstürze mit meinen Viewerzahlen. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Let's go, der Hase. Revi, Zuschauer. Zuschauer, heute kein GTA-RP. WTF-Dude. Verstehst du? Nee. Also ich streame ja immer auf Twitch, ne? Ja. Und da mache ich immer GTA-Roleplay, ne? Ja. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Cool, aber alle fragen oder? Immer... Nee, warte. Und alle fragen immer danach, wann ich wieder GTA-Roleplay bringe, okay? Ja. Und das ist jetzt quasi das Meme. Also das bin ich, das ist der Zuschauer, ja? Und ich bin ziemlich schwach und der Zuschauer ist sehr stark. Und ich sage heute kein GTA, wenn der starke Zuschauer, ja, reagiert quasi genau so. Verstehst du? Ist erschrocken darüber, ja? Hallo? Ja, ich hab zugehört. Videos ohne Vive. Ah, das ist gut. Das hat so richtig stumpf, aber einfach nice. Digga, dieses Gesicht hier oben. Einfach ein normales Revi-Video, ein Video mit der Vive. Keine Miene wird verzogen. Ist okay, wir machen weiter. Ja. Was? Was? Hä? YouTube, Content, Revi. Hä? Moment mal. Moment. Ich glaub's grad nicht. Also soll Revi, der Meme aussagen, dass du kein Content hast? Ich kann's nicht, ich weiß es nicht gerade, warte mal. Ich schaue als Revi auf YouTube und YouTube schaut Richtung Content, also empfiehlt mich YouTube gerade nicht weiter, ist das der Joke? Ich get ihn nicht. Digga. Kannst du ihn mir erklären? Ich glaub's auch absolut nicht. Mir ist noch nie aufgefallen, dass diese Frau Aldi-Tüte in der Hand hält, guck mal. Digga, what the fuck? Ganz das wildes Szenario hier, Alter. Ich, oder? Meinst du? Ja, safe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine echte Aldi-Werbung, Alter. Vielleicht findet der Typ sie geil, weil sie zu Aldi geht und sie hat gar keine Tüten. Oder er findet sie geil, weil sie Tüten trägt und sie trägt gar nichts, verstehst du? Aber er hat eigentlich Hunger. Ich hab kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nichts. Kompliziert, Alter. Revi, mach mal wieder bei einem meiner Videos mit. Weil ich will nicht, dann werde ich wieder beleidigt. Revi. Der einzige Grund, warum mein Wife doch mitmacht. Ey Leute, ich schwör's euch, eigentlich müsste ich mal meine Top 10 Sprachmemos zusammenfügen, wo ich Lukas davon überzeuge. Bro, lass doch schnell aufnehmen, komm, wir hasseln schnell ein Video zwischen. Der hat manchmal Geschichten, als wird gerade die Welt untergehen. Ich brauch's unbedingt, komm jetzt bitte sofort. Und ich, aber Digga, man muss es ihm zugute halten, er ist immer da, wenn man ihn nicht braucht. Was? Alles für die wenn Revi in Games verkackt, Game beleidigen, Wife beleidigen. Ja, schwierig, Digga, schwierig. Ja, das ist gut. Wir wissen ja alle, bei Fortnite... ganz kurz, Real Talk, das ist wirklich in Fortnite. Du bist die Person, du rennst von mir weg, wirst dann gekillt und dann schreist du trotzdem mich an und beleidigst mich. Wo bist du? Aber das Ding ist ja, dass ich dann trotzdem meistens mehr Kills hab, also bin ich der bessere Spieler. Ne. Mhm. Meistens, ja. Meistens. Nein, also wirklich, jetzt mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Bro, die meisten Fortnite, wenn ich du wäre Aufnahmen, bin ich besser. Willst du 1 gegen 1? Ein 1 gegen 1 sagt immer noch über den Skill aus, du verstehst es immer noch nicht. Bist du 13, Lukas? Bist du 13 und hängst in Saturn nachmittags rum? Komm, 1 gegen 1. Genau das. Revi, normale Anmod, weiß bleiben. Der ist nice, Digga, der ist gut. Digga. Und ich fühle es auch sehr tatsächlich. Es ist, Digga, also ganz ehrlich, Lukas, ich kann ja auch, das fällt mir jetzt schwer. Ich krieg Sodbrennen. Ich hasse dich ja eigentlich gar nicht so sehr. Irgendwie kommt es dann doch so ganz oft dazu, dass ich halt einfach nicht anders kann, weißt du? Es sprudelt einfach aus mir so raus. Das ist wie so ein Drang in dir, ne? Es ist wie so eine Art Zwang, ja, es ist so ein Hasskick einfach, den ich nicht unterdrücken kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, Bro. Son, I O winning, son. Video mit der Wife? No. Okay, doch, das ist gut. Digga, dieser arme, weinende Pepe hier, Junge. No! Ultra schlecht gemacht. Video mit The Vive. Ja. Naja, hat auch eine Menge Upvotes bekommen, das Meme. Muss man dazu sagen. Ne, das ist immer... Ein.
Nee, das sind immer Tausender bei Reddit. Rivi, irgendein englischsprachiger YouTuber? Video-Idee. Das sind aber auch richtig. Also, Moment mal. Also, wir haben eine Menge Formate selbst entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich du wäre. Das haben wir nicht von Joko und Klaas. Ein Tag Ja sagen. Das haben wir nicht von Joko und Klaas. Ultratalent. Das ist keine generische Talentshow. Der kommt flach. Das habe ich von niemandem geklaut. Das habe ich selbst entwickelt. Das hast du von mir als Maul, Junge. Moment mal. Wir machen weiter. So eine kleine 31er-Sau, Digga. Dieser Kopfschuss, Alter. Imagine, Alter. Imagine, der Weihnachtsmann bringt dich um, weil du dir ein Weihnachtsmerch wünschst. Es gibt an alle meine Zuschauer, die sind ja meistens alle erst 11, es gibt keinen Weihnachtsmann. Es gibt kein Weihnachtsmann. Schreibt mal euer Alter in die Kommentare. Seid aber vorsichtig, falls euch hier Olli antwortet, schreibt nicht zurück. Revi, der wegen Vive in die Nervenklinik muss. Vive, der gerade aus der Nervenklinik kommt. Ein frohes Wiedersehen. Dieser Blick. Das bist einfach du. Digga. Sehr, sehr treffend, Alter. Sehr, sehr treffend. Dieb! Mörder! Er hat den Vive abonniert! Digga, ganze Stadt, Digga, drauf. Das wäre so cool. Ganz kurz, können wir diesen Video mal einen Counter reinmachen, wie oft du Imagine sagst? Nee. So sieht aber auch tatsächlich eine Vive-Zuschauer aus, durchschnittlich, oder? Mit so einer ganz stabilen Frise, Digga. Maschallah, Seiten auf Gehirn rasiert, Alter. Carmen Geis Kirche, Revi Kirche, was? Carmen Geis Kirche, Revi Kirche, Kowalski Analysis. Oh, jetzt fällt es mir auf, wir sprechen. Kirche. Kirche. Oh mein Gott, maybe, wenn ich mit Carmen Geis ein Kind bekomme, spricht das. Ich will kein Kind mit Carmen aber Geis. Aber imagine! Halt deine Fresse. Mann, Frau, schwarz, weiß, reich, arm, asiatisch, Vive-Abonnenten. Oh, es gibt noch mehr. Weiter, Digga. Oh. For Christmas, I want a dragon. Be realistic. Ein gutes Video mit dem Vive. Welche Farbe soll der Drache haben? Wie finde ich. Wie finde ich ihr Vive? Oh, Schwabbel, Alter. Vives Adresse auf Hops geleakt, Digga. Kurz Kommentar dazu. Sag nochmal ganz kurz, ich bin nicht fett. Ansonsten schneiden wir hier nochmal ganz kurz ein, ich bin nicht fett aus irgendeinem Video rein. Das sagst du jedes Video. Ich bin ja auch nicht fett. Pass mal auf. Hier. Ich hab noch ein bisschen Speck. Perfekt. Junge! Willkommen in der Hölle. Oh, es ist weniger feil, als ich gedacht habe. Die Hölle ist für jeden individuell. Okay, was ist deine Hölle? Hier, bitte. Oh. Dieses Bild! Ey, ich hab das nicht mal irgendwo gepostet. Das war nur auf meiner Merch-Seite. Dieses Merch gibt's schon gar nicht mehr. Trotzdem, wo habt ihr lieber dieses Bild her, Digga? Digga, das ist wirklich das Meme-Bild Number One. Jetzt sind wir durch, Leute. Das war's von diesem wunderbaren Video. Wenn ihr euch genauso danach fühlt, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne bei Vive vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie ein Content absolut gegen die Wand gefahren werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf lustiger als Vive-Videos, meine Freunde. Das wird wieder arschgeiler Content. Ich bin an der Stelle raus und wir suchen jetzt demnächst den neuen Vive auf meinem Kanal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Aha.